gleich wird die Fußball-Challenge aufgenommen, das sind die zukünftigen Profis. Sag, Sebo Geller soll der neue Hertha-Trainer werden. Okay Jungs, auf drei. Sebo Geller wird der neue Hertha-Trainer. Was für ein Ding? Ja, der macht ein paar extra Läufe nachher, hä? Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer Special Fußball Challenge. Ich bin in Berlin beim Trainingsgelände vom Hertha BSC. Der Platz ist übrigens direkt hier am Berliner Olympiastadion. Genau da bin ich damals langgelaufen. Alles war voller Fans. Beim Champions League Finale 2015, legendär. Wenn ich in Berlin bin, dürfen ein paar Special Gäste nicht fehlen, ja? Als allererstes Sydney Friede. Hey. Was geht ab, Bro? Alles klar? Ja. Bist du bereit, zerstört zu werden? Willst du mich verarschen? Ein Panner müssen wir dem Sydney heute geben, auf Undercover. Weiß ich so. Nicht. Mr. Eli Geller, zukünftiger Mannschaftskapitän von D-Day Sports, habe ich gehört. Die Krabbe. Was geht, Bro? Also, Bro. Das passt schon, wenn du einfach nur da sitzt, Digga. Ah. Oh, Eli, Alter. Oh. Schade, das war nice. War aber gut. Kann ich noch irgendwas? Ganz kurz. Boah, das sah cool aus. Ja, nice aus. Auf den Copacabanas. Auf den Copacabanas. Joga Bonito, oder was? Oh. Und jetzt hat er ihn raus. Schade. Ich wollte Pfosten schießen. Okay, ich wollte Pfosten schießen. Nee, heute bin ich ein Dreckiger. Heute hole ich mir den. So wie immer. Aber keine Blutgrätsche bitte, ja? Ich muss für dein Turnier bald fit sein. Ach so, ja, stimmt. Bald YouTuber-Turnier, auch, Leute. Auch kleines Bewerbungsspielchen für dich, für D-Lay Sports, hä? Ach, das ist heute schon Probetraining? Ja, ein bisschen. Heute ist Probetraining. Ein bisschen, wir gucken mal, was da drauf hat, hä? Ich habe erst Vorbereitung jetzt angefangen. Wir beide haben einen Verein gegründet, Kreisliga Zell. Bin ich gespannt, ob du es hinbekommst. Ja. Kleines Probetraining, gibt's hier keine Extra-Würste. Jungs, ja? Ich ziehe sogar extra nach Berlin. Also, das ist wirklich kein Spaß. Dann haben wir noch einen Torwart organisiert per Instagram. John Cena! Ja. Hast du reingespuckt in die Handschuhe? Nein. Voll reingerotzt schon? Du spielst Landesliga? Ja. Okay. Eli, das hast du aber oft gemacht früher im Verein, oder? War mal Auswechsler, da muss ich voll sein. Mal. Super! Jungs, wir machen drei Challenges. Erstmal aufwärmen, alles entspannt. Oha, Alter. Wenn er drauf ist, schon dann kann das nicht. Ole! Ich bin am echt wissen, auf meinen Brustkorb gefallen, ne? Kurz Luft weggeblieben. By the way, Jungs, ihr wisst schon, ich habe Pep Guardiola-Shirt heute noch an. 2011, Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Also, Freunde, ich muss cracked heute sein. Hast du gewonnen? Ich habe den Ball einmal reingeworfen. Ich habe noch Ding vom Tisch. Ole! Ja, genau so. Das sah ein bisschen smoother aus, ja? Du? Hey, cool, Eli. Ja. Hopp, Anton. Oha, oh, das ist so schnell kann ich. Nein. Ich habe genauso lange gegräten wie Sidney. Hopp, Eli. Bruder, ich habe genauso lange gegräten wie er. Das ist ein Gerücht. Erste Challenge, einer steht am 16er, kriegt den Pass, legt ab für den anderen und Schuss. Alle jeweils drei Schüsse, let's go. Ich fange an, ja? Let's go, vamos, Alter. Es ist Probetraining, Freunde. Alles oder nichts heute. Wow! Was? Ey, aber der war platziert wenigstens. Ja, ja, gut von beiden. Gut von beiden. Ja? Ja, ja. Ich brauch ein bisschen Anlaufzeit, Alter. Let's go, komm. Und ja. Bestätigen. D-Lay Sports. Bring den Mann zu D-Lay Sports. Nick, Grüße an ihn, Profi von Bremen. Hat mir schon so einen Ausdauerplan geschrieben. Intervallläufe, 3 Stück werden gemacht pro Woche. Ich mach echt ernst. Okay, Sydney als zweites. Komm, die nächste her, der Spieler. Jungs, welche Jugend? Maschallah. Ah,
Technik und halt die Power dahinter, hinterm Schuss, ne? Sidney 2 Treffer, ich 2 Treffer. Eli Geller legt jetzt nach. Vamos. Für die Confidence. Erster Schuss, komm. Oh. Abschluss, was soll ich sagen? Ich würde so 87 geben. Komm, Eli. Zwei Dinger zum Ausgleich. Das ist nur Auge. Das gibt's doch nicht. Nur, guck mal hier, nur ganz kurz. Die Hüfte nur eindrehen. Das ist nicht so viel, nur die Hüfte eindrehen. Krass, jeder 2 Treffer bis jetzt. Aber Eli hat noch eine. Bruder, der Keeper fast ins Tor gefallen. Dafür lebt unser Verein. Für sowas stehen wir. Jeder hat 2 Dinge verwandelt. Wir machen jetzt von der Ecke reindrehen. Und derjenige, der als erstes trifft, hat die erste Challenge gewonnen. Berlin ist blau-weiß. Let's go, Leute. Erster Schuss, kein Problem, Digga. Ey, ich bin in Form, Jungs. In Form. Totti. Tots, alles, Digga. Hab mich vorbereitet. Da waren wir so in den Club. Ja? Welche Position krieg ich denn? Wo willst du spielen? LF? Ich sehe mich auf so einer dreckigen 8. Da bin ich und Eli. Ja, dann auf die 6. Ja, wir gucken mal. Viel. Wir haben viele, die kandidieren fürs Zentrum. Ein begehrter Platz, wer bildet dieses magische Dreieck? Du musst nachlegen, Bro. Oh, der ist weit weg. Jawohl, Leute. Eli muss treffen, sonst habe ich gewonnen, die erste Challenge. Wie ein Arm hochheben. Oh, der ist gut, Digga. Oh, erste Challenge geht. Jetzt ist es zu spät. Zählt es nicht? Das war jetzt der zweite. Ich hab ja davor getroffen. 1-0 für mich, Freunde. Nächste Challenge. Vamos. Einer von denen von der U14 wird jetzt reinflanken und man muss den direkt nehmen. Kopf, Volley, egal wie. Jeder 3 wieder. Ganz kein Türkisch. Doch. Kannst du nicht? Doch. Was ist denn? Umgekehrt. Elias ist 13 Jahre alt und spielt bei Hertha BSC U14. 2 Kontakte in der Luft oder direkt? In der Luft? 2 Kontakte? Ja, halt, oder der darf nicht aufkommen. Digga, sehe ich aus wie Cristiano Ronaldo. Wenn der Ball kommt. Digga, wie soll das funktionieren? Das okay. Kreuzband nochmal reißen. Bruder, komm. Ja, wir probieren es einfach. Ja, okay. Ja. Wenn der Ball macht, okay, komm. Hey, konzentrier dich jetzt da draußen, Mann! Hey, Mann, ey! Haben wir dich doch nicht geholt? Alles gut. Ja! Okay. Ja, ey, super Ball. Ich hab den Ball wenigstens gut getroffen, ja, war stark, aber egal. Ja, guter Ball! I can be your hero, baby! Ne. Das war ein Pass auf Sidney! Aber das ist doch schwer. Ja! Hey. Boah, der war gut, Alter. Krass, wie er ihn angenommen hat. War das drauf? Wichtig, Alter, wenigstens dritt reingehauen. Ich sag doch Kopf vor Ungeheuer. Wie hast du gezeigt, Eli so? Nur die Hüfte. Naja, doch, genau so. Sidney, mach mal eine Ansage in die Kamera oder so. Du bist unter Druck. Weil du eingemacht hast. Okay, von 3 ist fair, ja? Ich versuch 2 zu machen, macht Sinn. Oh. Nein! Hilfe, wie cool! Boah! Es sah mies gut aus. Der kam so doll. Ich habe wieder alles gebrochen bei der Aktion. Ja, ja, ich safe auch. Komplett. Oh! Ach, scheiße. Ach, war der nicht drin? Doch, aber drin. Aber nicht cool. Dritter Schuss von Sidney. Mit der Blöde. Oh! Oh! Jubel, Jungs! Jubel! Den hab ich trainiert. Nice. Hier, guck mal. So. 2 Buden für Sidney. Let's go. Eli, zum Ausgleich auch mindestens 2. Für die Zuschauer, ich mache einen Trick. Einen trickigen Schuss. Was? Ein Trickschuss. Komm. Die Pille kommt. Schade. War nicht schlecht, Eli. Die Sonne. Die Sonne ist aber da, Digga. Ja, doch, die ist da. Man sieht es nicht. Hier ist keine Sonne. Aber der macht gute Flanken, der Junge. Ja? Eli, das war die Hand Gottes. Sie war kurz dran. Ich wollte mit dem Kopf, aber ich wollte es nicht machen. Aber der soll rein. Man hat meine Akrobatik gesehen. Der Junge, Alter. Ja, sicher. Ich bin gerade am Verkauf. Thomas Müller, guck mal hier. Nein. Somit geht die nächste Challenge an Senior Friede. Mbappe. Eli hat mit dem Kreuzband schon zu kämpfen. Alles gut? Wir schicken ihn in die Reha nach dem Video. So, Männer.
letzte Challenge. Ich muss eigentlich gewinnen, ne? Sonst ist das Ding durch. Dann hätten wir alle jeweils eine Challenge. Okay. Drei Freistöße, aber ohne Mauer, ne? Also geht ja schlecht. Na gut, zwei können theoretisch in die Mauer gehen. Nee, mach ich nicht. Stell ich mich nicht hin. Stell ich mich nicht hin bei dem Mann da. Also drei Schüsse, wer die meisten Tore macht, gewinnt das Ding. Ich versuche einen ganz ekelhaft über die Mauer zu zwirbeln, auch wenn es keine Mauer gibt. Ich habe eine Idee. Okay. Hört es eigentlich, dass die Schuhe immer bei dir offen sind? Ja, das ist für die Dreckigkeit. Ah. Weil, guck mal jetzt, auf dem hier rauftritt. Was denn? Ach so. Ja, was ist denn? Gelbe Karte nehme ich mit. Keeper, bist du bereit? Der seinen Arm wieder hochdreht. Boah, der war gut eigentlich. Oh, Knuckleball oder was? Thorsten trinkt. Einfach durch. Çalhanoğlu. Oh. Unter die Mauer. Ja, zwischen die Mauer. Ist okay, kann nicht mehr. Was? Ich hab richtig Angst die ganze Zeit. Das fühlt sich da so instabil an. Eli, leider kein reingesemmelt. Aber du hast Revanche-Chance bei deinem Fußballturnier. Mitte August. Da kann er mich dann im Spiel auseinandernehmen. Okay. Magisch. Sidney, du machst jetzt. Ey! Oh, Startkeeper! Hey. Übergreifen! Junge! Lila Sport! Im Fernsehen denkt man immer so, ja gut, man könnte auch selber so einen Freistoß reinhauen. Aber hier so in echt sieht man halt so die Power hinter den Schüssen, das finde ich am faszinierendsten. Kannst du einen Knuckleball schießen, Sidney? Mhm. Letzter Schuss von ihm, Jungs. Nein, gib mal den Ball. Ah, gehst du weiter dahinter, oder was? Ja. Oh, ist der geflattert, Bruder. Soll ich mal sagen? Hey, aber auf Ansage, ich sag ihm so, mach Knuckleball, er macht so. Wenn ich theoretisch drei reinhaue, habe ich gewonnen. Zwei zum Ausgleichen mit Sidney. Erst Bremen. Ja. Oh. Wow. Da kommt er nicht ran. Jawohl, Alter. Komm, ein Schuss noch. Ja. Ah. Sidney Friede. Gratulation. Ey, danke mal, danke. Eli kriegt jetzt von uns beiden jeweils einmal auf den Bobo. Ihr trifft beide nicht. Ihr werdet beide nicht treffen. Ich treffe eigentlich safe bei sowas. Triffst du? Okay, das bitte nochmal in Wiederholung reinschneiden. Das safe. Hier ist Cristiano Ronaldos Arsch. Jennifer Lopez hat ihren Arsch versichert übrigens. Ich treffe eigentlich safe bei sowas. Digga, vor denen habe ich aber Angst. Chill dein Leben. Mach dich mal mit Innenseite. Ach, verdammt. Ich stelle mich auch auf rein auf Erik. Was? Ja, cool. Ich hab Karma kassiert für meinen Optimismus. Ich versuche auf Anton. Anton, Beine gerade bitte. Was ist das? Ey, ich kann gar nicht deine Kniekehlen treffen. Anton! Du musst gerade was machen. Ja, so. Was labert ihr, Alter? Hey, Doc? Hä? Mach doch. Sehr schön. Oh mein Gott. Das ist gut, ey. Der Schmerz so nach vorne, da. Wenn ihr mehr von uns drei sehen möchtet, ihr werdet sowieso in Zukunft viel von uns sehen. Lasst einen fetten Daumen nach oben da, Jungs. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut bei Sidney, bei Eli natürlich vorbei. Abonniert die Jungs. 200.000 Likes. Mach mal auf entspannt, 30.000 Likes, Jungs. Kommt, knack mal. Haut rein und bye bye.